Hallo und herzlich willkommen zu Baltic Search. Ich bin Eike und ich erkläre heute mal, wie man das Skeg benutzt. Das Skeg ist am Heck des Kajaks platziert und hilft bei Wind und Wellen weiter geradeaus zu paddeln. Man kann es mit dem Schieber neben dem Cockpit regulieren. Wenn wir gegen die Wellen fahren, wollen wir das Skeg eigentlich komplett reingeschoben haben, weil wenn wir dann zur Seite gedrückt werden, können wir immer noch schnell korrigieren. Wenn ich jetzt schräg gegen die Wellen fahre, muss ich immer links ein bisschen mehr arbeiten. Deswegen kann ich das Skeg einfach so ungefähr ein Viertel rausmachen und dann kann ich gemütlich weiter geradeaus fahren. Das Skeg ist kein Steuer und nur eine Hilfe zum Geradeausfahren. Als Paddler muss man also selbst lenken durch Paddelschläge oder Kanten. Wenn ich jetzt seitlich zu den Wellen fahre, dann habe ich das Skeg am besten eigentlich so ungefähr halb raus. Der Vorteil am Skeg gegenüber dem Steuer ist, dass man selbst lenken lernt und dadurch mehr Gefühl fürs Wasser bekommt. Außerdem ist es durch weniger verbaute Teile robuster gegen Ausfälle. Und wenn ich jetzt noch weiter drehe und die Wellen schräg von hinten kommen, dann mache ich das Skeg ungefähr drei Viertel raus und weiter geht's. Und als letztes natürlich, wenn die Wellen ganz von hinten kommen, mache ich es komplett raus und kann schön auf den Wellen surfen. Wer damit Probleme hat, sich das zu merken, der kann sich vielleicht einfach daran erinnern, dass wenn man gegen die Wellen fährt, ist das Skeg komplett drin und dann diesen Kreis weiterführen, den Halbkreis, und je nachdem, wie weit man da ist, immer das Skeg weiter rausmachen.